Ja, sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Forschung über die klinische und prognostische Bedeutung von Genmutationen in der akuten myeloischen Leukämie des Erwachsenen geben zu dürfen. Die akute myeloische Leukämie ist eine klonale Erkrankung der hämatopoetischen Stammzelle, also letztendlich der Zelle, aus der alle Blutzellen entstehen. Die Inzidenz für diese Erkrankung beträgt 3,7 auf 100.000 Einwohner und ist mit dem Alter deutlich zunehmend. So liegt das mediane Erkrankungsalter bei ca. 65 Jahren. Die AML ist eine äußerst biologisch und klinisch sehr heterogene Erkrankung und das möchte ich an diesem Kuchendiagramm hier Ihnen etwas näher zeigen. Wie hier das. Sie sehen hier in schwarz den prozentualen Anteil der zytogenetischen Veränderungen, die bei der akuten myeloischen Leukämie gefunden werden. Und hier macht der normale Karyotyp mit 45% den größten Anteil aus. In rot sehen Sie die bisher gefundenen verschiedenen Genmutationen, die gefunden worden sind, und in blau hier Gene, deren Expression verändert sind. Und gerade diese klinische Heterogenität macht nun auch uns im Klinik die tägliche Fragestellung aus. Die klinische Frage, die wir uns täglich stellen, sind: Welche genetischen Marker sollen denn untersucht werden? Welche genetischen Marker erlauben eine Vorhersage auf die Prognose und das Ansprechen auf ganz bestimmte Therapien, können also als sogenannte prädiktive Marker benannt werden? Welche genetischen Marker eignen sich als molekulare Zielstrukturen für eine Therapie? Und bei der Evaluierung neuer Marker stellt sich immer die Frage, wie können diese komplexen genetischen Daten in praktische, valide und informative Markermodelle denn integriert werden? Ich möchte Ihnen an drei Genen einen Teil unserer Studien und Forschungsergebnisse gerne zeigen. Hier unsere Studie zu RUNX1-Mutationen in der AML. RUNX1 ist ein Transkriptionsfaktor in der Hämatopoese, der essentiell ist. Wir untersuchten 958 AML-Patienten und konnten 55 RUNX1-Mutationen finden. Patienten mit RUNX1-Mutationen waren resistenter gegenüber einer Chemotherapie und hatten auch ein deutlich schlechteres Überleben, was hier auf dem linken Kaplan-Meier-Plot in der roten Kurve dargestellt ist. Interessanterweise konnten wir zeigen, dass Patienten mit diesen Mutationen ein deutlich verbessertes Überleben hatten, wenn diese einer allogenen Stammzelltransplantation zugeführt werden konnten. Eine biologisch ganz andere Klasse, hierfür steht das TET2-Gen. Das TET2-Gen ist ein Tumorsuppressor-Gen und ist involviert in die epigenetische Regulation. Es konnten in Abhängigkeit der Entität in myeloischen Leukämien zwischen 7% und 55% Mutationen gefunden werden. Wir untersuchten eine Kohorte von 783 Patienten und fanden 66 TET2-Mutationen. Hier schematisch einmal das kodierende Gen dargestellt und Sie sehen, die Mutationen sind über die verschiedenen Exons verteilt, vor allem in Exon 3 und Exon 11 lokalisiert. Die Untersuchung mit klinischen oder genetischen Charakteristika erbrachte keine Assoziationen. Und bislang konnten wir auch keinen Einfluss auf das Therapieansprechen oder das Überleben der Patienten detektieren, wie hier gezeigt. Die Frage stellt sich jedoch, ob Patienten mit dieser Mutation vielleicht besser auf epigenetisch wirksame Substanzen ansprechen. Und das ist ein Teil, was wir auch in den nächsten Jahren untersuchen möchten. Zu der gleichen Klasse an Genen gehört DNMT3A, ebenfalls involviert in die epigenetische Regulation. Und dieses Gen ist geradezu ein Paradebeispiel. Es konnte mittels Next Generation Sequencing vor 2 Jahren durch Sequenzierung eines kompletten humanen AML-Genoms erstmals beschrieben werden. Und wir untersuchten die bisher größte Kohorte an 1770 AML-Patienten und fanden eine Mutationsinzidenz von 21%. Wir sahen, dass Patienten mit diesen Mutationen höheres Alter hatten und auch gleichzeitig häufiger einen normalen Karyotyp aufwiesen.
In der Gesamtkohorte, hier auf der linken Seite dargestellt, sahen wir keinen Unterschied zwischen Patienten mit Mutationen in DNMT3A und Patienten ohne Mutation. Jedoch, hier auf der rechten Seite dargestellt, betrachtete man die verschiedenen Risikogruppen, die auf den zytogenetischen und molekulargenetischen Daten beruhen, die ich Ihnen eingangs in dem Kuchendiagramm gezeigt hatte, sieht man Unterschiede im Überleben. Nun, was ist unser weiteres Ziel? Ziel letztendlich ganz klar ist die klinische Anwendung. Das heißt, wie können wir eine diagnostische Plattform entwickeln zum raschen und sensitiven Nachweis AML-relevanter Genveränderungen, die dazu dienen kann, ein individuelles genetisches Risikoprofil für jeden einzelnen AML-Patienten zu erstellen, um damit auch jeden einzelnen Patienten einer speziell auf ihn zugeschnittenen genotypspezifischen Therapie zuzuführen. Durch Anwendung neuer Technologien möchten wir die AML molekular und funktionell weiter charakterisieren und auch so an der Entwicklung molekular zielgerichteter Therapieansätze zu arbeiten. Abschließend möchte ich noch meinen Dank aussprechen, ganz besonders natürlich der Franziska Kolb Stiftung, dass ich die diesjährige Preisträgerin sein darf. Einen besonderen Dank an Herrn Professor Döner und auch Frau Professor Döner, an die Drittmittelgeber und Fördereinrichtungen, die hier aufgeführt sind, ohne die eine Forschung nicht möglich wäre, an alle Kolleginnen und Kollegen und einen ganz besonderen Dank an das Team im Labor. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit. Oh.